Willkommen zurück zu Star Trek Online. Wir haben uns das letzte Mal über die Außenbereiche, über die Außenfläche von Deep Space Nine ins Promenadendeck vorgearbeitet. Da sind wir nun und beginnen mit was auch immer wir hier tun müssen. Wahrscheinlich die Kommandozentrale zurückerobern. Schauen wir mal. Jetzt, da sie ins Innere geschafft haben, müssen sie nur den Habitatring durchqueren und den Turbolift zur Kommandozentrale erreichen. Durchqueren Sie die Tauschbörse, um den Habitatring zu erreichen. Bleiben Sie geduckt und passen Sie auf die Jem'Hadar auf. Die Jem'Hadar wissen vielleicht nicht, dass Sie im Inneren sind, aber Sie sind dennoch wachsam. Versuchen Sie nicht, Ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn Sie doch gegen Sie kämpfen müssen, beseitigen Sie sie, bevor Sie Verstärkung holen können. Das scheine ich auch bei deaktivierten Anzug nutzen zu können, soll mir recht sein. Wir behalten das Rio-Gedöns, das... So. Versuchen Sie nicht, die Aufmerksamkeit zu erregen. Das war sicher sehr... Das war sicher sehr unaufmerksam. Hallo? Würdest du bitte schießen? Jetzt! Neben mir steht noch einer. Hallo? Muss ich jetzt alleine gegen die ganze Station kämpfen, oder was? Ich glaube, mein Schwein steckt sich Söckchen. Hau ab! Na gut. Dann ebenso. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Oh nein. Verziehen. Raus aus dem Gedöns. Gott sei Dank habe ich Schildbatterien. Würdest du bitte die Schildbatterien einsetzen? Nutzi Fuchs. Vielleicht sollte ich mal in den Hut gehen. Das sieht nicht gut aus. Oh nein. Gut, das war ein Satz mit X. Respawn. Ich hätte es vielleicht mit Schleichen versuchen sollen. Für irgendwas muss doch dieses Tarnmodul auch gut sein, oder? Ja gut, das wird jetzt mitgenommen. Kurz in Deckung gehen. Karte. Tarnmodul. Ich glaube nicht, dass das klappt, aber probieren wir es. Mist. Aber hätte schlimmer ausgehen können. Halten Sie sich links und umrunden Sie, blablabla. Vielleicht versuche ich es einfach mal so. Halten Sie sich links, hat er gesagt. Oh nein. Ich glaube, das wird ein Fail. Das wird ein Fail. Okay, was bringt mir das hier? Hallo, du kannst die Tarnung ausschalten. Wir sind sowieso... Oh Gott, ich bin am Arsch. Ja. Mann! Wie soll ich denn alleine gegen so eine Übermacht jetzt klarkommen? Naja, ich werde schon einen Weg finden. Positiv denken... erreichen Sie das Kraftfeldkontroll nutzen, um die Jem'Hadar hinauszuwerfen. Optional. Fallen auslösende Umfeldkontrolle optional. Nützliche Vorräte suchen optional. Das gefällt mir. Da muss ich aber hier rum, schätze ich mal, weil nach rechts ist der Weg versperrt. Fallen auslösende Umfeldkontrolle optional. Tja. Dribbelbonus.
versuchen wir es mal damit. Okay, ich habe schon wieder mehr Aufmerksamkeit, als mir lieb ist. Personal Shield losing power. Okay, ich glaube, diesmal habe ich Glück, bis hierher zumindest. Keine weiteren Truppen. Tarnmodul. Irgendwie muss ich mal an dieser Tarnung arbeiten. Die könnte ich jetzt echt brauchen. Aber sie scheint mir nicht viel zu nutzen. Ich werde mir den Hinterhalt mit einschalten. Ich glaube, die, auch wenn ich gerade nicht nach Tarnung ausschaue. Ja gut, ich schaue eigentlich aus wie ein Schatten, ne? Soll ich da wirklich hin? Turmlift zur oberen Ebene, ja, das blinkt. Ja, geht schon wieder los. Jo. Diese Karate-Taktik anlernen, mein. Wozu macht man denn das? Doch, das habe ich doch nur gelernt, damit ich weiß, wie man sich auf die Space Nine verteidigt. Und für irgendwas muss es ja gut sein. Da, kleines Bümpli. Hau ab! Das kommt mit. Dafür wäre ich fast gestorben. Okay. Gut, ich kann jetzt nicht rennen, aber die, ja gut, jetzt verstehe ich den Skill. Der hält mir Gegner auf Distanz. Das kann er nicht falsch sein. Was wollt ihr schon wieder hier? Menno! Mal schauen, dass ich nicht mitten in der Schusslinie stehe. Und immer in Bewegung bleiben. Kein starres Ziel geben. Wenn es geht, irgendwie flankieren. Genau so. Gut. So. Meine Karate-Taktik funktioniert scheinbar ganz gut. Trionium-Gedöns gönnen. Scannen. Immer zuschauen, dass man aus der Opferrolle rauskommt. Was ist das hier vor mir? Fallenauslöser und Umweltkontrolle optional. Was tut das gleich wieder? Fallenauslöser und Umweltkontrolle. Das probieren wir mal aus. Vielleicht komme ich da unbemerkt hin. Was immer das jetzt war, das wieso tut mich das in die Mitte rein? Ja, ja, ist schon recht. Zuschauen, dass ich nicht im Kreuzfeuer stehe. Tarnung. So, probieren wir es nochmal. Jetzt klappt's. Aber was bringt's? Bumm. Ah, das bringt's. Das ist ja cool. Sehr schön. Das erleichtert mir doch die Sache ungemein. Was haben wir hier noch? Kraftfeldkontrolle nutzen. Kraftfeld. Okay. Da haben wir sie auch schon. Ein Energiefluss im Kraftfeld auslösen. Was bringt's? Super! So mag ich das. Notfallschild, Energie wiederhergestellt. Ja, du mich auch. Okay, das muss jetzt sein. Ich sehe schon. Na, Moment, wo habe ich denn hier Deckung? Da hinter dem Pfeiler.
So, kleines Bio-Bömpli. Und bumm. Viel Spaß damit. Biomolekülare von Photonengranate. Dann herunter. Dann schauen wir mal, da drin gibt es noch. Ich glaube, da komme ich ungerupft vorbei. Ja, genau. Sehr schön. Wenn nicht, hätte ich meinen Raumanzug vielleicht mal kurz anziehen sollen. Da ist irgendwas. Durchsuchen Sie die Kisten. Bau- und Bergbau, Sprengstoff vielleicht später noch nützlich. Gut, nehmen wir mit. Gefällt mir. Also da, diese Zusatz... diese optionalen Dinger da gefallen mir. Erreichen Sie den Ops Turbolift. Was muss das denn da sein? Jo. Dieser Turbolift ist abgeschaltet. Sie werden den Turbolift der oberen Ebene nutzen müssen, um zur Kommando blablub zu müssen. Dann nehmen wir den hier. Nein, nicht springen, links, ja, so. Falsche Richtung. Und Tarnung einschalten. Selbst wenn ich nicht gegen alle kämpfen muss, ist das schon eine Entlastung. Gut, das funktioniert hier nicht. Sagen wir nicht, ich muss jetzt Gott wieder in der Kirche ums Dorf laufen. Da oben sind auf jeden Fall drei rote Pünktchen. Die wollen mir sicher ans Leder. Aber damit wären wir auch noch fertig. Was ist denn das? Eine provisorische Brücke oder irgendwas kaputt? Auf jeden Fall irgendwas kaputt. Ja. Karte. Es läuft wohl. Bömpchen, komm so langsam noch dicht beieinander stehen. Mann, Schnarchzapf. Okay. Zwei, einer müssen noch übrig sein, oder? Habe ich den auch erledigt? Ja, den hat vielleicht mein Bömpchen erledigt. Über den Schaden über Zeit. As soon as the lift arrives, fire! Na toll. Ich latsch mitten in die Falle rein. Oh, was war das denn nun? Steht da wie ein Westernheld. Aber ich bin hier richtig, oder? Ist das eine Tür? Jedenfalls geht sie nicht auf. Und ein Pömpchen in die Ehre. Okay. Aufladen, dann das hier, den wird es mir auf Abstand halten, sehr gut. Genau das, was ich gerade brauche, dann können die mir nämlich nicht im Nahkampf gefährlich werden. Your ships may be arriving, but you must still face my warriors in cold space. We shall settle this among the stars. Gut, wir werden das zwischen den Sternen erledigen, hat er gesagt, oder so ähnlich. Sir, wir sind... Hoppala, wir sind mit dem Rest der Flotte angekommen, aber Karukan und seine Schiffe haben sich auf den Weg gemacht, uns anzugreifen. Wir sind bereit, sie hochzubinden. Sagen Sie es einfach und wir werden die feindliche Linie durchbrechen
und sie von Bord bringen. Moment, erstmal checken, weil da musste ne, das habe ich mir gedacht, meine Offiziere sind schon wieder da. Das wäre jetzt was geworden, da hochbeamen und dann meine Brückenoffiziere sind nicht auf Station. Das wäre was geworden, ich kann es euch sagen. Hoffentlich lösen die diesen Bug, er ist so lästig. Der hätte mir jetzt die ganze Aufnahme vermasselt. Der Bug. So, dann vierte von sechs. Und ich hoffe, die bleiben drin, nicht, dass ich jetzt raufbeame und die haut es mal wieder raus. Aber hoffen wir das Beste. Hoffen und beten. Beten wir zu den Propheten diesmal. Wenn mir wer hilft, dann helfen mir hier jetzt die Propheten. Ja, cool. Feuer, wenn bereit auf alles, was gerade sich bewegt. Nein, ich will. Oh, hallo. Hier geht's ja zu, du. Moment, lass mich nochmal zu Atem kommen. Und raus mit dem Flottengedöns. Und ich mache erstmal Dünne hier. Das ist jetzt nur eine taktische Flucht, bis ich wieder. Ein anderes die Schlacht ein. Es ist der Enterprise. Hey, schön. Freue mich dich zu sehen. Wer kommentiert? Looks like I'm following your lead again. Take the point, Captain. The Enterprise is here to back you up. I will be victorious. I will reclaim my life. So, und ich bin jetzt auch wieder fit. Oh, das grenzt schon ein bisschen an ein kleines Wunder. Moment. Ja, Topf Feuer und regnet lang. Einfach raushauen, schwächen und Buffs, bis ich hier erstmal durchgebufft habe. Meine Güte. Und meine Torpedos raus, meine fluidischen Kanonen. Bumm. So, schaut doch schon viel besser aus, ne? Nur bei mir hat es nach einem Fail ausgeschaut. Die Gegenstände nehmen wir mit, dafür bin ich fast gestorben. Und da meine Torpedos sind leider relativ schwach, weil ich gar keine Funktionen eingebaut habe. Ich habe mich voll auf Antiprotonen-Schaden gespielt. Moment, ich muss hier mal wieder weg. Das ist ja das erste Mal, dass ich mich verdrücken muss. Okay, fail. Geht hier jedenfalls ganz schön zur Sache, wie ihr seht. Ja, streng genommen müsste ich die Aufnahme löschen und die Mission von vorne durchspielen. Mal meine Traktorminen raus und Schwachstellen suche und Buffs rein, was das Zeug hält. Und ich habe schon wieder Probleme mit meinem Schild. Ist ja nicht das erste Mal heute. Ich sollte mich mal ganz kurz werden. Bis mir die Skills wieder zur Verfügung stehen für einen Notfall. Aber ich glaube, den kriege ich auch so noch. Ja, ist schon recht. Mach einfach deine Arbeit. Und, ja, ich hab's kapiert. Ich verziehe mich ja schon. Ich sehe es ja ein. Moment, Anas. Du die besseren Karten und die Schilde hoch nochmal und dann. Höhenheilung. Ich tue gerade manuell die Schilde mit den Cursor-Tasten hoch links. Gut, den brauche ich jetzt auch noch. Gott, geht's dazu. Aber gut, noch habe ich alles im Griff. Ein Fail reicht mir. Den gönne ich euch auch, aber ich will es nicht übertreiben mit Fails. Fails sind das Salz in der Suppe eines jeden Let's Plays, ich weiß, aber. So, sieht aus, als ob wir langsam Überhand gewinnen und die Enterprise macht sich nützlich. Aber Kuni, das war eine heftige Schlacht, die hat in der Tat, die hat mich natürlich in Spitzen gebracht.
Obwohl ich über diesen Schaden für die Flotte bestürzt bin, haben wir Karukans Macht gebrochen und der Rest der Jemada sollte jetzt folgen. Ich werde mich zu Deep Space Nine herüberbeamen und mir das alte Schlachthaus ansehen. Kommen Sie mit mir! Was soll ich tun? Wahrscheinlich werde ich gleich... Warte mal, das Dominion, wir rufen die Enterprise. Rufen wir mal das Dominion. I'm picking up your signal clearly. The Dominion repeaters on this side of the wormhole are functioning normally. The Founder is well and will rejoin the Great Link soon. She offers her gratitude for your assistance. I don't know what the future will hold for me, but at least I have a future now. It is disconcerting to lose decades of time, but the Founders are wise. I am sure they will find a new place for me. Ich kann Ihr Signal klar orten, Admiral. Die Dominion-Verstärker auf dieser Seite des Wurmlochs funktionieren normal. Der Gründerin geht es gut und sie kann bald in die große Verbindung zurückkehren. Sie entbietet ihre Dankbarkeit für ihre Unterstützung. Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bereitet, aber wenigstens habe ich jetzt eine... Es ist beunruhigend, Jahrzehnte zu verlieren, aber die Gründer sind weise. Ich bin sicher, sie werden einen neuen Ort für mich finden. I'm not sure how to say this, so I'll simply say... Thank you. This series of events was entirely unexpected, but we survived. Not only that, but we're home now. All this is thanks in no small part to your efforts. If we meet again, I will not forget. Ja, das, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, also sage ich einfach Danke. Diese Ereignisse kamen vollkommen unerwartet, aber wir haben überlebt und nicht nur das. Wir sind jetzt auch wieder zu Hause. All das haben wir Ihren Anstrengungen zu verdanken. Ich werde es nicht vergessen, wenn wir uns wiedersehen. Ich nehme mal an, dass wir sie wiedersehen, sonst sowas steht da ja sicher nicht umsonst. Oh, and Aaron says hello. Actually, he's still sulking. But it's more amusing for me if I tell him that I expressed warm gratitude and fawning sycophancy on his behalf. Goodbye. Ach, und Aaron lässt grüßen. Eigentlich schmollt er immer noch, aber ich finde es lustiger, ihm zu sagen, dass ich mich in seinem Namen herzlich bedankt und bei allen eingeschleimt habe. Auf Wiedersehen. Die zeigt Humor. Putzig. So, die Enterprise rufen. Hallo, ich möchte die Enterprise rufen. I've been offered a great opportunity. Commanding the Enterprise is an honor, one I never thought would be mine. Still... The Belfast was a good ship, and she will be missed. I won't forget your part in saving her crew. Many of them will be joining me on the Enterprise. I am forever in your debt. Es ist ein bisschen befremdlich, einen Andorianer Captain Sitz der Enterprise zu sehen, muss ich sagen, ist ein bisschen ungewohnt. Mir wurde eine großartige Gelegenheit angeboten. Das Kommando über die Enterprise ist eine Ehre. Eine, von der ich nie gedacht hätte, dass sie mir zuteil werden würde. Trotzdem war die Belfast ein gutes Schiff und wird sehr vermisst werden. Ich werde ihre Rolle bei der Rettung ihrer Crew nicht vergessen. Viele von ihnen werden mich auf die Enterprise begleiten. Ich stehe für immer in ihrer Schuld. I'm not much for goodbyes. And the Enterprise will likely be at the frontier of Federation space. There's no telling when we'll meet again. I'm sure we will, though. Mir liegt nicht viel an Abschieden und die Enterprise wird wahrscheinlich an der entferntesten Grenze des Föderationsraums eingesetzt sein. Niemand weiß, wann wir uns wiedersehen werden. Eines Tages aber ganz bestimmt. So, und nun müsste eigentlich das Ende der Quest erreicht sein, oder? Miep. Das... Kommando Ehren in Arbeit, mutig voran. Mit James Curland sprechen, okay. Das ist dann wohl er hier.
Willkommen auf Deep Space Nine, Admiral. Ich habe eine neue Mission für Sie, das Kommando Ehren. We're finally home. I can't thank you enough for all you've done. Putting your life on the line time and again to protect the Federation. Always trying to find a peaceful solution. You have upheld the finest traditions of Starfleet. We've come full circle. You can get back to your ship, and I'm just glad to be back where I belong. Endlich sind wir zu Hause. Admiral, ich kann Ihnen nicht genug danken für alles, was Sie getan haben. Wie oft haben Sie Ihr Leben für die Föderation riskiert? Immer auf der Suche nach einer friedlichen Lösung. Sie haben wahrlich die Traditionen der Sternenflotte in besten Ehren gehalten. So schließt sich der Kreis. Sie können auf die Schattenläufer zurückkehren und ich bin einfach froh, wieder da zu sein, wo ich hingehöre. I would invite you to stay here at DS9, but I have a feeling that you don't want to cool your heels on a space station. You need to be out in space. You're welcome here anytime. I hope we can reminisce about this over a cup of Ractigino someday. After all we've been through, I would ask the prophets to watch over you, but there's an old saying about having the attention of those in high places. Take care, and good luck. Ich würde Sie einladen, länger auf Deep Space Nine zu bleiben, aber ich habe das Gefühl, dass Sie sich nicht länger auf der Raumstation die Beine in den Bauch stehen möchten. Sie müssen raus in den Raum. Sie sind hier natürlich jederzeit willkommen. Ich hoffe, wir werden uns eines Tages bei einer Tasse Ractigino an die alten Zeiten erinnern. Nach allem, was wir durchgemacht haben, will ich die Propheten bitten, über sie zu wachen. Es gibt ein altes Sprichwort über die Aufmerksamkeit jener, die an höheren Orten leben. Machen Sie es gut, Admiral, und viel Glück. Auf Wiedersehen, Captain. Oh, Beigaben. Was ist das denn? Ich dachte, ich werde durch. Mal ganz kurz überfliegen. Vielleicht sind es Tagesquests. Sprechen Sie mit Hilbert. Ich glaube, das sind Tagesquests. Machen wir jetzt nicht. Tue ich jetzt auch gar nicht anfangen. Vielleicht mache ich mal so eine Quest und gut, wir müssen jetzt ja Belohnung einsammeln. Genau, Belohnung habe ich ja ganz vergessen. Deep Space Nine gehört nun wieder der Föderation und Loris, Eraon und die anderen Gemma da sind in Richtung Dominion-Raum verschwunden. Dies ist das beste Ergebnis für die Föderation und könnte eine Tür für zukünftige diplomatische Beziehungen mit dem Dominion öffnen. Auch wenn es schade ist, dass sie gegen Karokan kämpfen mussten, hat ihr mutiger Vorstoß auf Deep Space Nine doch seine Kräfte erschöpft und der Flotte die Zeit verschafft, die sie brauchte. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Mut und Ihrer Entscheidungskraft. Es war eine Ehre, mit Ihnen zu dienen, Admiral. Vielleicht werden wir uns irgendwann wieder zusammenarbeiten. Ach, Hebe, Ende. Fertigkeitspunkte, Expertise, Dilithium Erz, jawohl. Wählen Sie eins aus dem Folgenden aus. Belastbares Generalschild. Wir haben ja schon eine Auswahl getroffen. Ist klar, dass ich das hier nehme. Und ich glaube nicht, dass ich deswegen diese Quest wiederholen werde. Obwohl der Schaden, wenn man auf Polaron-Schaden steht, ist das eigentlich nicht wenig, ne? Gut, ich nehme aber diese belastbaren Schilder und baue die auch sogleich in mein Raumschiff ein. Wo ist es? Schattenläufer. Da haben wir bisher diese Schilder. 6355 maximale Schildleistung, 120,4 Schildregeneration. Vergleichen wir mal. Das geht eigentlich so besser. Die maximale Schildleistung von den neuen Schilden ist geringer, aber wir haben zusätzliche Effekte. Die Schildregeneration ist höher. Reduziert allen Energiewaffenschaden an Schilden um 10%. Das ist auch gut. Okay. Das blaue Teil ist auch ein Set. Remanische Kovariante Schild, Prototyp, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her habe. Okay, plus 10 kinetische, der neue Schild hat auf jeden Fall 10 kinetische Schaden Widerstand, 50 tote Mannschaft Widerstand ausschalten. Klingt ein bisschen komisch, habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Egal, wir setzen diesen Ding hier da ein. Ja, du mich auch. Und der Schild ist ja deswegen nicht überflüssig, den werde ich mit Sicherheit mal wieder brauchen. Und ich glaube, der ist in meinem Shuttle ganz gut eingesetzt. MK1
1 von 3, Teil des Sets, remanisches Prototyp-Ramsitz, Impulsantrieb, Deflektor, Chill. Ich glaube, das habe ich gar nicht vollständig. Hatte ich noch nicht vollständig. Was habe ich denn hier für den Impulsantrieb? Den Gemhadar-Impulsantrieb. Der Deflektor. Für das Shuttle wäre das Set aber, glaube ich, nicht verkehrt. Sollte ich mir mal Gedanken drüber machen, mal gut in, wie ich an den Rest komme. Könnte ja auch eine tolle Story dahinter stecken. Okay, also. Wir haben jetzt zwei Sets. Einmal das hier. Omega Plasma Gedöns. Sollte ich dann nicht alle drei haben? Omega Wappen? Nee, habe ich nicht. Warum? Konsole Universal assimiliertes Modul. Ist das nicht das hier? Doch. Da habe ich jetzt 3 von 3. Da habe ich den Set-Skill. Hier angeblich nicht. Das soll mal einer verstehen. Omega Plasma Torpedo wird, wenn ich das hier anschaue, erkannt. Und der kinetische Schneidstrahl, das ist ja... Warte mal, das hier. Da erkennt das wieder nicht. Das ist also sehr dubios. Da ist irgendwas verpackt. Okay. Soll euch nicht weiter jucken. Ich danke fürs Zuschauen. Das nächste Mal werden wir entweder mal was anderes machen, außer Episoden. Vielleicht mal ein paar Nebengeschäfte oder so an Nebenquests. Oder wir beginnen mit dem Vormarsch der Borg. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.